Darauf, da bin ich wieder, Meganox Barbecue. Ich habe ja jetzt einen Drehspieß und eigentlich wollte ich den mit Hähnchen einweihen, also klassisch. Aber meine Frau, die hat heute Spanferkelhaxen mitgebracht. Ja, und Leute, da war klar, spontanes Video und auf dem Drehspieß kommen als erster Haxen. Also, wenn ihr Bock darauf habt, dranbleiben. So, genau, wir machen heute Spanferkelhaxen. Also der ursprüngliche Plan, Hähnchen hier auf dem Drehspieß zu machen, den habe ich mal verworfen. Und zwar, man wollte Spanferkelhaxen. Freue mich richtig drauf. Hier sind die Teile, sind natürlich nicht riesig groß, aber haben ordentlich Fleisch dran. Also ich glaube, das wird eine richtig leckere Sache. Das hier ist übrigens der Drehspieß. Als der direkt vom Burn hat, die Rotisserie. Passt natürlich super hier auf den Big Fred und auf den Fat Fred drauf. Ist aber auch universal einsetzbar. Da sind also auch so Elemente, dass man die an jedem Gasgrill dran machen kann. Eine richtig feine Sache. Und freue ich mich drauf, die heute so erstmal zu benutzen. Und wie gesagt, bei Schweinshaxen, die habe ich ja schon ein paar Mal gemacht, da brauchen wir eigentlich auch gar nicht super viel Vorbereitung. Wir werden die Haut natürlich hier wieder mit einem scharfen Messer ordentlich einritzen, dass wir so ein bisschen Rautenform haben. Und dann werden wir das schön ordentlich mit Flockensalz einmassieren. So, und für die Fleischseite, da nehmen wir von Don Marcos das Texas-Gewürz. Übrigens, warum ich jetzt die letzten ein, zwei Mal Don Marcos benutze, ich war da mal beim Werksverkauf und habe mich da mal durchprobiert. Und Leute, eins war leckerer als das andere. Ich glaube, das wird mein neuer Hauslieferant. Aber wie gesagt, da erzähle ich euch demnächst mal ein bisschen mehr zu. Spannende Geschichte auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ritzen die jetzt ein. Vielleicht noch ein Wörtchen zu den Temperaturen. Ich werde es am Anfang so ein bisschen indirekt machen. Das heißt, ich werde zwei Schälchen drunter stellen und den Grill auch nicht auf volle Kanone setzen. Das heißt, ich werde den mal versuchen, so auf 150, 160 Grad hochzuheizen und dann die Teile so eine halbe, dreiviertel Stunde drin zu lassen. Dann nehme ich alles raus, Schalen und so weiter, lasse wirklich nur noch den Spieß dran auf dem über dem offenen Feuer. Da werde ich nämlich richtig Power mal geben. Und dann geben wir dem nochmal 20 Minuten. Dann sollte die Haut schön knusprig werden und die Teile sollten dann auch fertig sein. Wie gesagt, ist ja nur Spanferkel. Ist jetzt nicht so eine Riesenhaxe. Und von daher denke ich, mit einer Stunde 10 Minuten werden wir auskommen. Also, dann kommt mal ran. Wir schneiden jetzt die Teile an und würzen und dann geben wir Gas. So, fertig, jetzt wollen wir sie mal aufspießen. So Leute, habt ihr gesehen, jetzt ist das Ding da drin und dreht sich, wie gesagt, jetzt indirekt, ich werde so 160, 170 Grad, halbe Stunde, 14 Minuten und dann kommen die Schalen drunter weg, Vollstoff und dann lassen wir da eine ordentliche Kruste entstehen. Vielleicht habt ihr gesehen, ich habe ja den Infrarotbrenner hier innen liegend auf der ganz linken Seite. Da habe ich mir vorgenommen, in solchen Situationen, wo ich den nicht benutze, werde ich den einfach unten direkt mit Alufolie abdecken, damit ich den nicht einfach so voll sau. Sonst hast du hinterher, klar kann man den ausbrennen, aber dann brauchst du gar nicht erst groß machen. Also von daher warten wir jetzt erstmal ab und wir sehen uns dann, wenn die Teile fertig sind. Und ich hoffe, ich kann euch hier ein paar geile Bilder anfangen. Also. So Leute, eine halbe Stunde ist rum. Ich habe jetzt gerade mal mit dem Thermometer gemessen. Wir haben jetzt so eine Kerntemperatur beim Fleisch von circa 55 Grad. Jetzt warte ich noch 10 Minuten, dann dürftet so 60, 65 haben. Und dann nehmen wir die Schälchen unten weg. Im Garraum selber habe ich jetzt bei allen drei Brennern auf kleinster Stufe eine Temperatur von ungefähr, na, ich sag mal so
180, 190 Grad, R190 passt aber auch. Ne? Ich wollte jetzt nicht einen ausmachen und den anderen irgendwie anders regulieren. Deswegen habe ich das jetzt einfach so gelassen. 190 Grad passt, sehen auf jeden Fall gut aus. Und wir gucken zusammen in 10 Minuten da rein, wenn wir die Schälchen wegnehmen. Also, bis gleich. So Leute, das riecht hier herrlich. Guckt euch die mal an. Mega geil. So, dann wollen wir jetzt mal probieren. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe jetzt keine Kerntemperatur mehr gemessen, nachdem ich das erste Mal dabei 55 Grad gemessen habe. Ich denke, das wird schon okay so sein. Die Kruste ist hier so ein bisschen aufgeploppt an einigen Stellen nicht. Ich habe jetzt auch noch zwei, drei ein bisschen länger drin gelassen. Da waren die, die ganz links außen waren, die waren noch nicht ganz fertig. Habe ich so einfach noch ein bisschen drin gelassen. Aber die hier sieht schon echt gut aus. Und ich würde sagen, wir starten nochmal mit der Kruste. Und ich sag mal guten. Oh, ich hoffe, ihr konntet hören. Oh, was geil. Geil. Ich reiß das jetzt mal hier einfach auseinander. Ich habe gar kein Messer hier, ich trottel. Und dann probieren wir mal. Mmh. Boah, ist wirklich einer meiner Lieblingssachen, ja. Boah, ist das geil. Mmh. Mega lecker. Gewürz, richtig geil. Und Salz, war nicht zu viel, super. Mmh. Leute, in der Drehspieß. Absolut lohnende Investition, mega geil. Allein schon fürs Angucken. Sieht schon einfach nur geil aus und bringt auch ein richtig geiles Ergebnis. Boah, ist die lecker. Mmh. Oh, mit Kruste. Oh, lecker. Leute, ich sage nur eins. Spanferkellachsen, sollte ich da unbedingt mal ausprobieren. Boah, sind die lecker, ey. Ich sage jetzt auch gar nicht mehr viel. Wir sehen uns bei den nächsten Videos. Abonniert noch eben meinen Kanal, aktiviert die Glocke. Und ich sage tschüss, ich probiere ein bisschen und dann bringe ich die anderen rein. Das wird ein Fest. Alles klar, also bis demnächst. Boah, scheiße. Das wird richtig gut. Boah, Leute. Ich bin mal rein.